Hi, ich bin Felix und ich studiere Informatik an der FAWS. Heute beantworte ich eure Fragen, die ihr mir über Instagram gestellt habt. Mein Auslandssemester habe ich in Kaohsiung in Taiwan verbracht. Das ist eine Stadt, die sich im Süden von Taiwan befindet. Im Norden befindet sich Taipeh, im Süden Kaohsiung und dort ist es auch wesentlich wärmer als in Taipeh. Die Taiwanesen waren sehr gastfreundlich und ich habe mich direkt aufgehoben gefühlt. Vor allem habe ich die Kultur sehr nah kennenlernen können, da ich sehr viel Kontakt auch mit taiwanesischen Studenten hatte und auch ein paar Projekte mit ihnen absolvieren konnte. Das war auf jeden Fall eine Erfahrung, die ich nicht missen möchte. Ja, der Studiengang Informatik an der FAWS ist sehr projektbezogen. Wir haben im Verlauf des Studiums insgesamt drei Projekte gehabt. Das war einmal im vierten Semester das Programmierprojekt. Das fand mit weiteren Studierenden der Informatik oder der Wirtschaftsinformatik oder auch aus E-Commerce statt. Des Weiteren muss man in seinem Praxissemester ein Praktikumsprojekt absolvieren. Dadurch hat man direkt auch einen Projektbezug mit einer Firma. Und gegen Ende des Studiums findet nochmal eine Projektarbeit statt, die nochmal etwas größer ist als das Programmierprojekt und nochmal mehr Arbeitsstunden erfordert. Und dieses kann auch eventuell mit einer Firma stattfinden oder man sucht sich einen Professor, der ein passendes Projekt anbietet und absolviert dieses. Und ich finde, durch die Projekte lernt man noch mal ganz gut das Wissen, was man über das Studium sich angeeignet hat, zu vertiefen und man hat einen direkten Anwendungsbezug und weiß, für was man überhaupt gelernt hat. Ich finde, das kann man so pauschal gar nicht beantworten, dass sich jeder Mensch unterschiedlich schwer tut bei Mathe. Manchen fällt es einfacher, manchen fällt es schwerer. Aber was ich sagen kann, ist, wenn man den Vorlesungen aufmerksam folgt und auch die Übungen jedes Mal absolviert und auch sich vorbereitet auf die Prüfungen, sollte das Ganze kein Problem sein. Ja gut, das ist wieder eine Frage, die kann man so pauschal nicht beantworten. Da hat natürlich jeder seine Vorlieben. Aber für mich persönlich war das interessanteste Modul Parallel- und Verteilte Systeme oder auch kurz PVS. Das findet im vierten Semester statt. Und was ich spannend an dem Modul fand, war, dass man dort vor allem die Entwicklung einer API beigebracht bekommen hat und auch wie denn die ganzen Komponenten so zusammenspielen, was man dort beachten muss, was für Möglichkeiten es gibt, APIs zu entwickeln. Und ich fand das vor allem dadurch spannend, weil ich es direkt umsetzen konnte in meiner Werkstättentätigkeit, da ich als zu dem Zeitpunkt als Backend-Entwickler tätig war und dann nochmal das Wissen direkt umsetzen konnte und auch direkt anwenden konnte und konnte auch Details, die ich vorher nicht beachtet habe, berücksichtigen. Nope. Yep. Normalerweise finden die Vorlesungen am guten alten Sander-Heinrichs-Leitner-Weg statt. Dort haben wir auch zwei Gebäude und dort finden eigentlich alle Vorlesungen für den Studiengang Informatik statt. Also ihr müsst nicht nochmal in die Münzstraße oder an irgendwelche anderen Campusse. Aktuell finden die ganzen Vorlesungen per Zoom statt. Das klappt auch echt gut, muss ich sagen. Ich habe jetzt also für eine 8:15 Uhr Vorlesung, muss man jetzt nicht so früh aufstehen und zum Bus. Da kann man ganz gemütlich aus dem Bett den Laptop aufmachen und die Vorlesung starten. Also die Berufsaussichten als Informatiker nach dem Studium sind eigentlich echt rosig. Du kannst so gut wie überall eingesetzt werden, was einen gewissen Technikbezug hat und einen Informatikbezug hat. Du kannst in die Frontend-Entwicklung, du kannst in die Backend-Entwicklung, du kannst als Projektleiter arbeiten oder auch wenn du genug Referenzen gesammelt hast, kannst du dich selbstständig machen.
Sei dir nur bewusst, dass du im Studium durch deine Projekte auch schon erste Erfahrungen sammeln kannst und dann dich schon mal ungefähr orientieren kannst, in welche Richtung du gehen willst. Es sind um die 75 Studierende, die jedes Semester anfangen. Ich habe die Vertiefung Information Security gewählt, weil ich mich persönlich schon länger mit diesem Thema auseinandersetze und für mich war es das spannendste Thema in Bezug auf die Vertiefungen. Man könnte sich auch noch auf Medieninformatik spezialisieren, digitale Innovationen, Mobile Solutions oder aber auch Smart Systems. Ja, das Studium bezieht sich sehr stark natürlich auf die Informatik. Es geht hin von den Grundlagen der Programmierung, Grundlagen der Datenstrukturen, Grundlagen Datenbanken bis hin zu den Grundlagen der Elektrotechnik. Auf diese Grundlagen wird im Verlauf des Studiums immer weiter aufgebaut und diese werden auch immer weiter vertieft. Man lernt mehr über Datenstruktur, man lernt mehr über Datenkommunikation, man lernt, wie ein Rechner aufgebaut ist und wie ein Betriebssystem funktioniert. Und natürlich kommen auch irgendwann die Server und die APIs in den höheren Semestern. Soweit zum Grundstudium. Ab dem vierten Semester ist das Grundstudium vorbei und es beginnt ein Praktikum, was ein Semester lang geht. Und danach gibt es noch zwei Semester lang die Vertiefungsfächer. Und natürlich wählt man dann seine Spezialisierung aus und entscheidet sich für eine Vertiefung. Und in diesen zwei Semestern wird dann nochmal spezieller auf das Themengebiet eingegangen. Natürlich sollte man auf jeden Fall Interesse mitbringen und auch ein bisschen Biss, denn das Informatikstudium ist natürlich alles andere als einfach, aber es ist auf jeden Fall machbar. Und ich denke, wenn man es stark genug will, dann kann es jeder schaffen. Und natürlich gehört auch ein bisschen technische Affinität dazu. Und natürlich auch die Lernbereitschaft, sich selbst neue Sachen beizubringen. Denn in der Informatik gehört es zu dem Alltagsgeschäft, sich selber die Sachen auch nach dem Studium weiter beizubringen, wenn neue Technologien auf den Markt kommen.